Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werdet ihr es, denke ich, nicht bereuen, denn wir werden heute was richtig Cooles machen. Wofür wir allerdings nicht nur den Thermomix brauchen, weil wie ihr hört, ist meine Pfanne hinten schon voll im Gang. Ich habe schon etwas vorgearbeitet, damit ihr nicht, sag ich mal, im Schnelldurchlauf euch angucken müsst, was ich hier für einzelne Schritte vorab gemacht habe. Die sind wiederum sowas von einfach, dass ich euch das auch erzählen kann. Natürlich seht ihr alles nochmal bebildert bei mir im Blog. Einfach reinschauen, könnt ihr euch gerne das Rezept ausdrucken. Und habe ich euch denn überhaupt schon verraten, was wir heute Geiles machen werden? Nein! So, dann sage ich es euch jetzt. Es ist die Offenbarung jeder Grillkunst. Es geht hier heute um den Bacon Jam. Auf Deutsch Speckmarmelade. So, wie bin ich denn auf Speckmarmelade bitte gekommen? Ich habe am Wochenende eine Reportage gesehen. Da ging es um diese Trucks, die überall ranfahren und dann aus dem Truck das Essen rausgeben. Und der absolute Renner sind Burger mit diesem Bacon Jam. Und das fand ich mega interessant. Habe ich mich sofort auf die Suche gemacht und für euch recherchiert. Und wir machen jetzt auch Bacon Jam, weil es heute bei uns Hamburger gibt. Und ich sage euch jetzt, was ich im Endeffekt als ersten Schritt gemacht habe. Zuallererst habe ich die Pfanne angeschmissen. Ich habe bei mir die Stufe bis 10 und ich habe auf Stufe 7 Speck angebraten. Und zwar, ihr seht das hoffentlich, ich halte das mal höher, wirklich richtig grosch. Und das ganze Fett habe ich ausgelassen. Ich probiere mal für euch. Ihr hört, wie krosch das ist. Das waren 750 Gramm. So, dann habe ich das Ganze durch ein Sieb gekippt. Bitte, bitte, bitte dieses ganze Fett behalten. Kann man ganz viel mitmachen. Ich habe dann wiederum in der gleichen Pfanne wieder von dem Fett 2 Esslöffel abgenommen und habe rote Zwiebeln geschält, 5 Stück. Die habe ich geviertelt und in die Pfanne gegeben. Das ist das, was ihr jetzt hinter mir hört. Dazu 2 Knoblauchzehen. So. Und das Ganze ist jetzt so circa seit 12, 13 Minuten hier in meiner Pfanne am Brutzeln. Und jetzt merke ich, dass die Zwiebeln schon richtig weich sind. Und so soll es auch sein. Und jetzt kommen die Zutaten hinzu, womit wir das auf dem Herd erstmal einkochen. Und das sind folgende. Ihr seht es jetzt nochmal, wie weich die Zwiebeln sind. Wie gesagt, bei kleiner Hitze ganz gemütlich. Und jetzt kommen folgende Zutaten hinzu. Wir brauchen zuerst Apfelessig. Wir brauchen Balsamessig. Balsamico-Essig. Wir benötigen Ahornsirup. Und jetzt kommt natürlich noch mal eine absolute Kalorienbombe. Wir brauchen Braunzucker. Und wir brauchen jetzt etwas ganz Tolles. Und zwar ist das Paprika Verde. Das ist Paprika. Aber geräucherte Paprika, da nehmen wir jetzt 1,5 Teelöffel. Das gibt dem Ganzen wirklich einen richtig tollen Kick. Und das lassen wir jetzt erstmal schön einkochen, damit es auch wirklich die Konsistenz einer Marmelade bekommt. Jetzt könnt ihr auch ein bisschen hochdrehen. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe die Zwiebeln auf 5 gehabt und ich drehe jetzt mal hoch auf 6,5. Jetzt habe ich das Ganze 10 Minuten im Moment auf dem Herd. Es dickt schön ein. Jetzt geben wir die angerösteten Speckwürfel dazu. Und diese werden jetzt weiterhin, oh, ich habe hier noch ein bisschen Kruste. Diese werden jetzt mit eingekocht.
Ihr seht, das Ganze ist jetzt seit ca. 20, 25 Minuten auf Stufe 6 hier in meiner Pfanne und köchelt vor sich hin. Es ist super eingedickt, eingekocht. Und jetzt nehmen wir das Ganze von der Herdplatte und sehen uns wieder am Mixer. Und da bin ich auch schon wieder in unserer alten, gewohnten Position. Was habe ich jetzt getan? Ich zeige es euch nochmal. Ich habe jetzt also vom Herd gleich alles aus der Pfanne in den Thermi gegeben. Für alle, die keinen Thermomix haben, es ist kein Thermomix dafür notwendig. Ihr könnt es auch mit einem Pürierstab machen. Ich mache es jetzt halt, weil ich ihn habe. Ihr setzt den Deckel drauf. Und jetzt müsst ihr euch vorher überlegen, wollt ihr es wirklich ganz, ganz geschmeidig haben, also wirklich als Creme, dass ihr sie aufstreichen könnt, zum Beispiel bei einem Burger Patty oder auf einem Patty, so, dann müsst ihr wirklich Vollgas geben. Und das möchte ich gerade nicht. Ich möchte noch ein paar wirklich Stücke auch haben. Und deswegen gebe ich jetzt ein, 3 Sekunden und ich mache Stufe 5 und dann gucke ich mir das erstmal an. Wehe, wenn das jetzt zu klein ist. Naja, so ein bisschen soll das schon, das soll noch ein bisschen stückig sein. Ja, das ist schön. Ich guck mal. Es kann für mich sogar noch ein bisschen, noch ein Tick kleiner. Die Speckwürfelchen sind mir noch zu groß. Dann mache ich nochmal Stufe 5. Nochmal 3 Sekunden, Stufe 5, so. Ja. Jetzt sieht das sehr schön aus. Na, pop. Klasse. Das kann ich euch jetzt, glaube ich, in die Kamera halten, wie ich möchte. Ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen. Ich werde jetzt erstmal alles in Gläser umfüllen. Wir sehen, was rauskommt. Ja. Dann geht's weiter. So, meine Lieben, es geht jetzt los. Das wird der Burger. Ich habe schon Mayo unten drauf gemacht aufs Brötchen. Ich habe das ganz leicht angetoastet. Jetzt habe ich hier ein bisschen Salat drauf. Und jetzt kommt etwas von unserem fantastischen, ich habe das hier mal in der Schale, Bacon Jam. Ich sage euch, es sieht aus wie gekotzt, aber es ist eine Delikatesse, ihr flippt aus, wirklich. Das ist eine Kreuzung aus süß, salzig, bisschen sauer. Also diese Säure alleine, da gebt ihr jetzt schön was rauf. Wie gesagt, ich mag das sehr gerne mit den Stücken. Wenn ihr das nicht so gerne mögt, dann lasst ihr es einfach länger im Mixer. Dann habe ich mir hier ein wunderbares Patty gemacht mit Käse. Das wird hier raufgelegt. Und jetzt könnt ihr belegen, nach Herzenslust, wie ihr überhaupt Laune habt. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate vorbereitet. Und ich gebe noch mein persönliches Highlight. Ich mag unwahrscheinlich gern diese Barbecue-Soße vom Blockhaus. Die hat so einen, auch so einen leichten Smoky-Touch, sag ich immer. Und davon kommt jetzt auch noch etwas hier, hoppla, oben rauf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Super lecker. Jetzt brauchen wir etwas Gurke. Zumindest bei mir. Gurke, Gurke, Gurke. Dann auf jeden Fall Tomate. Ich liebe Tomaten. Jetzt kommt noch ganz kross gebratene Bacon-Scheiben. Ihr merkt, es ist also kein Diätburger, ne? Ganz wichtig. Habe ich hier einige. So. Dann Zwiebelringe. Und ganz am Schluss setzen wir das Brötchen oben auf mit einem Spieß. So, meine Lieben,
Ihr habt jetzt gesehen, ich hoffe, dass ich das überhaupt euch richtig darstellen kann im Video, wie es nun funktioniert. Hier ist er, ich habe den Spieß jetzt rausgenommen. Geht ja nur darum, damit ich ihn auch von der Küche gemütlich ans Esszimmer tragen kann, ohne dass er zusammenfällt. Und ich sage euch, der schmeckt hammermäßig. Ihr seid jetzt Zeugen, wie ich hier jetzt reinbeiße. Also mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. So einen Hunger habe ich da jetzt schon drauf. Also wenn der nicht hammer aussieht, guckt mal. Ist der geil. Mahlzeit, sag ich, wa? Wahnsinn. Mm. Ich schwöre euch, ihr werdet ausrasten. Das ist eine der geilsten Soßen, die ich erstens hier selber gemacht habe und zweitens, die ich persönlich auch selber gegessen habe. Die ist der Wahnsinn. Dieses leicht salzige mit dieser Säure und dieser Süße natürlich durch den braunen Zucker. Dann war ja drin, was hatten wir noch drin? Apfelessig war drin, Balsamico-Essig, also es ist der Hammer. Ahornsirup, das war's, Ahornsirup. Mega geil. Ich kann jetzt auch nicht mehr lange mit euch reden, es tut mir leid. Ich habe alles bebildert, schaut auf meinen Blog, genießt einfach diesen Burger. Und ich würde noch Folgendes sagen, ich mache jetzt noch eine Aktion, weil den finde ich wirklich Hammer. Macht das nach, postet mir euer Bild bei Facebook, ihr kommt wieder mit in den Topf, es wird ein neues Kochbuch verlost. Wir machen das jetzt einfach mal, weil ihr müsst das probieren, auch wenn es manchmal nicht so optimal aussieht. Ihr werdet ausrasten, geschmacklich ist es top. Ich muss noch mal mit euch reinbeißen. Es tut mir einfach leid. Mmh. Geil. Geil. Mmh. Wenn man auf so ein kleines Stück Speck so... Das ist ein hammergeiler Geschmack. Also, ich freue mich schon tierisch auf eure Burger. Ich sage bis zum nächsten Mal. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich darüber sehr freuen. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, euer Thermosternchen. Mhm.